entschieden, sechs Kontinente, und haben für jeden Kontinent einen Gitarristen gewählt. Das heißt, aus Australien haben wir in diesem Jahr Michael Fix. Er spielt auch ziemlich typisch australisch, das heißt, australische Musiker haben so die Eigenart, immer sehr positiv zu spielen. Also es ist immer toll, was sie spielen, es ist immer gut irgendwie, auch wenn sie Balladen spielen, es hat immer irgendwas Positives. Und das ist ganz typisch auch für Michael Fix, selbst wenn er europäische Musik spielt. Ganz toll. Aus Südamerika haben wir einen Musiker, der auch sehr, natürlich sehr südamerikanisch spielt, brasilianisch spielt, aus Brasilien ist das Celso Machado. Dann haben wir, den haben wir denn noch, aus Nordamerika auch einen Musiker, der sehr amerikanisch spielt, auf seiner Stahlseitengitarre, Stahlseite. Deine Gitarre ist eigentlich die richtige Gitarre, und auch wenn sie, wenn der erste Gitarrenbauer für Stahlseitengitarren eigentlich ein Deutscher war, der, glaube ich zumindest, der zumindest in Amerika dann nach Amerika ausgewandert ist und diese Gitarre sehr populär gemacht hat. Das war der Herr Martin, und die Martin ist eigentlich eine typische Gitarre, wie sie von fast allen Amerikanern gespielt wird. Und so ist Eric Lugosch, den wir aus USA haben, aus Chicago, auch ein ziemlich typischer amerikanischer Musiker, typisch amerikanische Rhythmen spielt. Aus Madagaskar haben wir auch einen Musiker, einen wunderbaren Musiker, der typisch die afrikanischen Rhythmen spielt, Solo Razaf heißt er, ihr werdet das ja alles hören. Und dann Europa vertritt einer, der kommt aus Norddeutschland, aus Osnabrück. Ich habe vorhin zum ersten Mal die Plakate gesehen und mich ein bisschen erschrocken. Peter Finger, Europa, wow. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß heute Abend, wie es uns Spaß macht. Und wir, aus Asien haben wir einen ganz wunderbaren Musiker, der eigentlich auch hier schon öfter gespielt hat. Und er ist eigentlich so der virtuose Knaller des Abends. Er spielt auf einer Doppelhalsgitarre, spielt diese Gitarre wie ein Klavier, also so Tapping nennt er das. Und er wird es ja nachher hören. Und der gute Mann heißt Balaban. Jetzt will ich nochmal ansetzen. Und wenn euch das, ich hoffe, mit euch macht das genauso viel Spaß heute Abend, das Ganze, wie es uns bisher auch schon Spaß gemacht hat. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Wir begrüßen ganz herzlich als Ersten heute Abend aus Chicago Eric Lugosch.
20 is like a beautiful girl who has 20, so happy birthday to the Eden Boken Guitar Festival. I'm going to play for you some compositions in between my double culture, which are Europe and Madagascar. Thank you.
Para já não.
die Berliner von euch grüßen. Wir haben als nächstes einen Gast, der auch schon öfter mal in Deutschland war. Ich habe sogar eine längere Tournee mit ihm zusammen gemacht und er ist wirklich ein echter Knaller auf der Gitarre. Er spielt auch die Gitarre ganz anders als andere. Wer vielleicht so Leute wie Stanley Jordan kennt, der weiß über die Tapping-Technik Bescheid. Er spielt auf zwei Gitarren gleichzeitig und zwar macht er das so, indem er die Saiten so anhämmert mit zwei Händen und ist ein Virtuose. Wenn er nach Noten bezahlen würde, dann würde er auch kaum reich werden. Und er kommt aus Bali, wir haben ihn extra eingeflogen. Er ist gerade verlobt und hat ein bisschen Heimweh nach seiner Liebsten, aber natürlich, Eden Koben war noch interessanter. Deswegen eine herzliche Begrüßung für Ballermann. Thank you.
Soll ich euch mal was verraten? Geheimnis? Ja. Aber nicht weiter erzählen. Ne? Zum Glück kann er kein Deutsch verstehen, Balaban. In Bali und Indonesien ist er Superstar. Er hat eine Band da und spielt in großen Stadien. Er ist unterwegs nur mit Bodyguards. Ja, das ist echt wahr. Ne? Aber nicht weiter erzählen. Ne? Er hört das nicht so gerne. Und dass er hier so bescheiden ist, er spielt drüben auch ein bisschen andere Musik. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn hier haben konnten, so ganz solo und pur. Auch einen weiteren Gast haben wir jetzt noch solo und pur hier. Das ist auch ein Gast. Ihr könnt froh sein, ihn noch in Edenkoben zu erleben. Demnächst wird er nur noch in Berlin, London, Moskau, Paris und Los Angeles spielen. Ein echter Senkrechtstarter aus Australien. Ihr werdet gleich erleben, warum. Und zum Glück habe ich ein bisschen Beziehung, ein alter Freund von mir. Und deswegen konnte ich ihn dazu überreden, nach Edenkoben zu kommen. Und er hat natürlich sofort Ja gesagt, weil Edenkoben ist natürlich wichtig für die Karriere. Soll ich euch noch was erzählen über den Edenkobener Wein? Ja. Okay, na gut, ich erzähle. Ich habe nämlich, ich komme ja, wie gesagt, aus Osnabrück, Norddeutschland. Und wir haben da auch ein Kulturzentrum. Und da ich diese wunderbare Beziehung hier zu Edenkoben habe und zu Bürgermeister Kastner, war es uns möglich, exklusiv in unserem Kulturzentrum Edenkobener Wein auszuschenken. Und das kommt super an. Wow! Und jetzt herzlichen Applaus für Michael Fix. Besonders eigentlich von Anfang an richtig machen. Ich sage guten Abend so in mein schönes Deutsch und ich sag dann guten Abend, meine Damen und Herren, und dann schreist du zurück. G'day, mate! Wenn wir das so machen, dann bin ich zu Hause. Guten Abend, meine Damen und Herren. Perfekt. Jetzt könnt ihr Australien besuchen und man braucht das nur wissen. G'day, mate, und dann kommt man überall. Ich möchte anfangen mit was so ganz typisch australisch. Das war bei uns ein großer Hit-Song, Pop-Hit in 1983. Und ich reise jetzt durch Europa die letzten 5 Jahre und hör das Lied überall. Das war ja hier auch ein Hit und vielleicht auch in Edenkoben. Wir sehen. Ich dachte, für mich ist das perfekt. Das heißt, I come from the land down under. Down under ist ja da unten. Thank you.
wieso kommst du von Australien, kannst aber Deutsch sprechen? Und ja, ist ganz einfach. Wo spielst du wieder? Edenhoben? Kenn ich nicht. Dann guckt er auf die Karte. Ganz gut an. Google Maps, ne? Da kann man immer zoomen, immer größer und größer. Was machst du denn in Edenkoppen? So ein kleiner. Ich weiß, was er hatte so ein Wort benutzt, war ganz interessant für mich. Klackerstadt, oder? Heißt das was? Ich weiß auch nicht. Er sitzt da bestimmt, was macht er denn jeden? Ja, jetzt kann ich ihm aber sagen, ja, das sind die Leute sind so nett, das Wein schmeckt gut, die Frauen sind so hübsch und die Leute kaufen alle meine CDs. Echt, ja. Ich möchte was Neues spielen, das habe ich vor 2 Monaten geschrieben, das heißt Happy to be Happy, das ist ein positives Lied. You're happy? Berührt, ist das richtig? Ja. Und davon kam dieses Stück Musik, Sunrise over Alice. Alice heißt Alice Springs, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Uluru. Da gehen wir jetzt hin. Thank you.
Danke, jetzt habe ich extra für meine Freunde Christine und Uwe, die sind 3,5 Stunden von Wuppertal gefahren und haben das Stück zu hören. Danke. Ich habe eine neue CD, das heißt Classic Fix, und darauf sind so Classical Stück, das Orchestral Pieces, die ich arrangiert für Gitarre. Und, thank you.
heute Abend. Hier in Edengruben. Ganz herzlich. Aus Brasilien, extra angereist. Eingeflogen. Heute am Samstag und morgen nochmal. Ihr könntet ja kommen, aber ihr würdet keine Karte mehr kriegen. Celso Machado! Some bossa nova for you, bossa nova, samba, and the percussion improvisation. The first three songs. Bossa nova. Thank you.
Parazula, if you check in YouTube, they play better than I play. So I'm just gonna play it my way. This is a very long time ago when I wrote this piece in Brazil. Thank you.
Do you have one for me? Give me one.
Die Ärzte sind schon besoffen. Thank you.
nächste Regenbogener Gitarrenfestival. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir haben heute dabei gehabt aus Australien Michael Kicks. Aus Bali, Panama.